Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Shadow Shock Live. Diesmal spielen wir einen anderen Spielmodus, und zwar Point Battle. Den Modus, den ich flame, des Todes. Gut, bei uns bloß kann man rausschießen. Weil ich halte mich immer so den ersten 2-3 Runden noch dran, was die machen. Shoot out of the missile, so standardmäßige Ding, was ihr werdet jetzt in der Folge sehen, warum das kein XP ist. Ich werde es auch immer dann erklären, beim 30 Turns. Wenn Minden nicht abkackt, sind wir dann fertig. Einer schießt nicht raus. Oh gut, das passt aber. Das meine ich. Obwohl, das war vielleicht nicht mal so schlecht. Wer war das? WAFC. Ihr kriegt es natürlich. Genau. So, wir haben jetzt Fiesta. Ich kann natürlich jetzt sagen, wenn der schießt raus, der auch. Der auch. Bei denen und dem kann man es nicht sagen. Ich meine, Fiesta habe ich eh schon geupgradet, ist mir eigentlich scheißegal. Oh fuck. Ja, die ist da oben, das ist relativ egal. Aber wer macht denn das? So, und jetzt, das ist nämlich auch immer die Sache, die kotzt mich des Todes an. Die sagen alle, shoot out of the map, was machen sie? Schießen direkt rein. Weil sie hochkommen in den Berg. Hä? Wisst ihr, was ich meine, warum ich den Scheiß-Modus nicht spiele? Weil sie meinen, wir verstehen den Modus und halten uns an die Regeln, aber dabei schrauben sie Punkte, aber 117 ist quasi im Vorsprung gegenüber den anderen Leuten, die mitspielen und kassieren die XP ab. Ich weiß nämlich auch, mache ich, stelle mich jetzt dann nämlich raus und erst wenn die alle da sind, der und der und der, stelle ich mich in die Mitte. Das mache ich nämlich durchgehend so, weil die kotzen mich an, weil sie die Punkte farmen, die XP. Das ist nämlich XP Farm, Mann. Der kann mir gar nichts sagen. Ich schreibe jetzt auch nichts zurück. Weil die farmen hier die Punkte. Ich habe 53 Punkte, der 252. Und ihr seht die ganzen roten Zahlen. Die ganzen roten Zahlen sind genau diejenigen Zahlen, mit denen ihr euch selber Damage macht. Ich habe kein Fuel. Sag mal, ich komme nicht, weil ich bewege mich jetzt einfach mal nicht. Weil ich bin so Level 77, aber ich habe halt Fuel. Ihr habt es ja gesehen, sau wenig, ich habe gegrätet. Jetzt habe ich auch 173, der 318. Und das ist nämlich das Problem. Wenn ihr das ernst spielt, habt ihr vielleicht im gesamten Spiel gut 500 Punkte. Ich hatte mal das Spiel mit 7000. Warum, da haben sich alle dran gehalten. So, jetzt bin ich mal da. Ich sehe es, ich habe links unten 24 XP. Wartet spätestens einmal noch 15 Turns ab und ich bin zwischen 0 und 10. Weil ihr kriegt die XP abgezogen, den Damage, den ihr euch selber macht. Ihr seht jetzt da, ich habe 100. Muss nur kurz warten. 26 XP. So, die würden mir jetzt drauf gezählt. Ich habe jetzt 12 gehabt. Hätte ich dann quasi 38. Aber jetzt wartet, bis es runtergeht. 13. Wir haben ein. Oh, Entschuldigung. Wir haben ein XP dazu bekommen. Der schießt von da oben drauf und kriegt die XP. Das ist jetzt schon großkotzig, aber er farmt und kriegt keine XP abgezogen. Und um das geht's mir nämlich. Dass die außen sind, die XP nicht abgezogen kriegen und wir gammeln dabei plus 13. Wenn ihr diesen Modus auf dreifachen XP-Bonus spielt und spielt den wirklich richtig, sprich jeder bleibt quasi in seiner Position stehen und stellt sich nicht auf einen Haufen. Dann könnt ihr da schon locker mal 50, 60 XP in 30 Runden ausholen. Ach locker, das könnt ihr ewig lang. Ganz ehrlich. Und dann auf den mal 2 mal 3 Bonus macht die halt unendlich viel Damage. So, guck mal, der. Welches Level? 15, gut, bei dem sehe ich es ein. Bei dem Level 26, gut, sehe ich es auch ein. Aber ich sehe das allgemein nicht ein. Es gibt ja keinen anderen Modus und jetzt kann ich wenigstens mal flamen, weil ihr genau seht, was ich die ganze Zeit meine. Point Battle ist der unnötigste Modus im ganzen Spiel, weil der falsch verstanden wird und missbraucht wird. Ich sag's ganz ehrlich. Oh, 10 Crit wenigstens noch. Ja, das einzig Gute am Point Battle ist tatsächlich, ihr upgradet eure Waffen sau schnell ab. So, was macht der Spaß? Hat die Uzi wahrscheinlich. Sehe ich ein. Ich hoffe natürlich, die schießen das Terror ganz runter, weil das meine Nate liegen bleibt. Ich bewege mich auch gleich links an den Rand. Ja, die haben es runtergeschossen, die nicht bis zu liegen bleiben. Die kommen wieder zurück.
Jawohl, die trifft wenigstens 250. Oh, 325. Also ihr kriegt hier schon easy mal 600 Damage, 600, 800 Damage. Es ist... Gangbang, du fährst jetzt da runter, du scheiß Aff. Der ist doch gerade schon halb runtergefahren. Ich hab's doch genau gesehen, Alter. Wo ist mein Nate? Da. Jawohl. Nur mal eine dahin. Okay, wir haben Bauen der normalen. Ohne Spaß, ne? Ich mache jetzt genau den gleichen Scheiß, den die machen. Die kotzen mich hier gerade komplett an. Ich will jetzt auch mal. Ich mache jetzt den. Ich mache das Prinzip von XP von. Du kannst nämlich keine Leute kicken. Das Problem ist, wenn du dich dran hältst, sind die so salty und kicken dich nämlich, während du gerade noch deine Waffenbelohnung und deine XP-Belohnung einsammelst, also quasi am Ende des Spiels. Jetzt haben sie mich natürlich hochgebaut, die Affen. Jetzt warte mal, ich kann mal den One-Bounce wieder treffen. Nicht lange, ihr wisst ja, wie gut ich im One-Bounce treffen bin. Nicht. Wenn ich den treffe, habe ich dann geupgradet auf den 7-Bounce. Ne, 5-Bounce kommt erst. Ne, ja, was? 1-3? Der letzte ist 9-Bounce, also muss es ein 7 oder ein 5, ich glaube es ist ein 7-Bounce. Oh, bam. Und genau deswegen muss ich jetzt sagen, wenn ich da nicht runtergehe. Guck, wir haben jetzt 1200, 1400. Jetzt kommen wir echt nicht mehr runter, jetzt sehen sie es aber sogar. Ich komme nicht runter jetzt, ist kein Spaß jetzt. Aber was macht denn D6? Der schießt immer noch outside. Muss er doch gar nicht machen. Der hat gerade Minuspunkte. Und jetzt seht ihr, jetzt geht meine Quer nach oben. Ich hatte mal einen Point Battle mit über 130. Warum? Ich habe mich einfach outside hingecampt. Dann habe ich mir gedacht, steigt mir am Frack. Bloß danach haben sie mich halt rausgekickt und ich habe die Dinge nicht mehr gekriegt, die Belohnung. Jetzt muss ich warten, Mrs. Terror. Weißt du was? Also das Beste an dem Modus ist tatsächlich Waffen schnell abzugraden. Ihr habt zum Beispiel die Nade. Die Nade ist immer das beste Ding dafür. Die könnt ihr ultra schnell upgraden, gerade bis zum... Alter, Schenk ist natürlich auch der in dem Ding, ne? Mit Critical Hit hast du 4x 160. Schau mal, wie viel man gemacht hat. Der hat wahrscheinlich nur 80 gemacht pro Ding. 320 sind 4x 80. Ich guck mal, ich komme hier nicht runter, Leute. Der Junker geht sowieso auf alle vier. Der hat nämlich einen riesen Radius. Jetzt habe ich gerade eine wichtige Nachricht gekriegt. Die muss ich mal kurz durchlesen. Weil es lädt jetzt eh noch. Ah, jetzt haben sie sich runtergebaut. Das ist sehr gut. Zusammen 56, sage ich, nach Runde 30. So, jetzt fahre ich sogar zu denen. Wie viel Damage haben wir? 200. Sehe ich meine Zahl mal, 54,90 ist ganz gut. Move into each other, not away. Ja, und jetzt, wir haben nach 17 Runden. Nach 17 Runden, eigentlich geht es nach 3. Auch wenn die Leute mit Level 12 ewig brauchen, bis sie mal üben sollen. Aber es geht echt nach 3 Runden, wenn keiner eine gute Map hat und man den Boden nicht zerstießt, geht das nach 3. Wir haben 17 gebraucht, das ist mehr wie das Fünffache. Bald das Sechsfache schon. Oh, warte mal, Kittens ist eigentlich voll gut, ne? So, ohne Spaß, Gang. Der kriegt nämlich den MVP. Ich fahr auch gleich raus. If you don't move, I move out. So. Mir scheißegal. Dann kann er nämlich flamen. Komm jetzt her, du Aff. Komm her! Oder ich geh raus. Ja, aber er trifft sie. Fick dich. Ich hab's genau gesehen, du Hund! I told you. Wie viele Punkte habe ich? Ich sehe es nicht, 2000. Ich muss den besiegen, Alter. Es geht mir jetzt nur darum, den eine reinzudrücken, weil aus dem Mund ich habe 2200. Trotzdem kannst du ihn in die Mitte stellen, du machst doch so viel mehr Damage. Gut, du fixst meinen Airstrike. Alter, haben wir gerade dreimal einen 60er Crit gemacht. Ja, voll nice, ey. Oh, wir haben noch 10 Turns, oh, guck mal, Tengefe. Guck mal, er bewegt. Jetzt rufen nämlich alle outside, weil alle keinen Bock haben. Jetzt komme ich da nicht hoch, Alter, so ein Aff. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich so einen Hass auf diesen Spielmodus habe, ey.
Ich hab den Token, den Gear vercheckt, ich hab's gesehen. Ah, Beehive müssen wir treffen. Aber es geht hier gerade um die Abiturverabschiedung. Komm, hau einfach alles in die rein. Wo zum Fick waren da meine Bienen überhaupt, ey? Ja, aber ihr seht jetzt, ich habe 80 XP. Jetzt wisst ihr hoffentlich auch, was ich meine. Mit. Ja, Moment. Mit den XP-Modus richtig spielen. Ihr spielt ja nämlich richtig, wenn alle so stehen wie Gangbang, ich und die anderen stehen nämlich outside. Ich habe nicht getroffen, weiß ich. So spielt man den richtig, weil ihr trefft nicht alle auf einmal. XP-Farm in dem Sinne, ihr farmt eure Waffen. Aber es sind keine XP, das sind einfach nur Trefferpunkte, die da abgegradet werden. Mehr ist es nicht. Ja, guck mal, er kommt runter, der Aff. Ich versuche also gegen die Bande hier zu schießen und dann mit dem Beacon da üben mal reinzuhauen. Der hat auch 3200, der andere. Wie viele Punkte habe ich? Ich sehe das nicht, das ist so scheiße hell. Hallo! Hey, Alter, what the fuck? Oh, haben wir einen Crit? Habe ich 3000 schon? 4000? 3800? Ich habe absolut keine Ahnung. Oh, Strobe, wie guckst du an? Dahin steht einfach runterhalten jetzt. Ihr seht ja, in 5 Runden ist der Scheiß vorbei. Ich tue es dann beschleunigen, also wer es genau sehen will, ich sag's jetzt schon mal, wer die Punkte, die ich mit den Waffen mache, genau sehen will, macht dann YouTube auf 0,5, 0,25, weil ich glaube, das ganze Ding wird ums Doppelte oder ums Vierfache beschleunigen. Jawohl, komm, mach 400. Jawohl, jetzt bin ich wenigstens wieder unten. Aber ich weiß nicht, dass ich rüberfahre. Ich habe halt auch nur Scheiße. Am besten, da ich das Penetrator eh nicht treffe, hole ich mir oben die. Nö. Mein Schwanz kannst lutschen nicht mehr. Das Y heißt so viel wie die kicken mich nächste Runde. Jawohl. 30 Punkte. Oh, Minos sind Fische an. Bauen sie. Oh. Moment, aber Bouncy Ball, ich mach's jetzt mal eine Runde, weil ich den Bouncy Ball ausprobieren will. Ja, so Chill Game würde ich nicht mal sagen. Es ist doch ziemlich geil, ich spiel's auch. Da müsst ihr doch jetzt nur hoch und runter bouncen, ne? Weil die Ebene ist ja komplett flach. Wenn ich das treff, hab, mache ich mit Grit. Und Bouncy Ball habe ich jetzt einmal getroffen, das ist so viel, das ist vielleicht 30. Ich habe absolut keine Ahnung, so Bouncy Ball. Bau den doch nicht hoch, du Aff! Ich muss den doch treffen! Oh Gott, bitte treff den, Alter. Ich wollte es mal benutzen. Ah! 201. Geil, 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 geil. Oh, Double Bound, da können wir upgraden, das Spiel. Aber deswegen gehe ich trotzdem wieder raus, weil die mir auf den Sack gehen, hey. Können mein Schwanz lutschen? Sorry, dass ich sowas sag. Zeige ich lieber jetzt schon mal, bevor sie wieder aufgeregt wird. Aber sowas sehe ich überhaupt nicht ein. Treffe ich überhaupt beide? Oh, kein Crit dabei, okay, ist ja geil. Jetzt habe ich nämlich auch Minus. Noch ein Bouncy Ball. Ah, ah. Ja, so viel ist gut, eine Bouncy Ball zu benutzen. Jetzt muss ich alle wegen outside. Alles klar. Es war die erste und letzte Folge mit XP. Und es war die Absicht, ich wollte ja mal alle Spielmodi zeigen. Letzte. Ich hatte schon mal 1008 Damage, ja. Das war Boulder. Sag ich so, wie es ist. Das war. Mein Geld, ich werde es dann direkt beschleunigen, auch wenn es die XP gibt. 83 wird wahrscheinlich mit Glück kommen auf 90. 70 Damage sind nämlich ganz gut drin. Muss ich mir vorstellen, wenn ihr outside steht und macht 1000 Damage, das sind 100 XP. So, und jetzt hat, ich hoffe, ich habe den MVP. So, ich werde es jetzt direkt beschleunigen. So, ja, scheißegal, 5000 haben wir gemacht. Hab schneller, 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 schneller. Hab zwei, jawohl. Ich hoffe, ich habe keine Waffe gehabt heute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, die Nate war ganz gut, habe ich viel schneller gesehen. Was mich eigentlich interessiert ist selber, schaut mir beim Render nochmal an, der Bouncy Ball. Der Bouncy Ball ging gar nicht hoch. So, jetzt sind wir da drin. Ist erster fertig. Global Rank 1087. Ich gehe hier direkt raus. Ich habe das gesehen, dass die Nate relativ weit war, deswegen schaue ich mir das jetzt nochmal an. Wir brauchen jetzt über 300 XP mal gut gekriegt. Weapons sind wir daheim. So, Nate Multi nicht da. Das sind noch 1200, aber die hat uns echt viel gebracht, habe ich gesehen. Ich hab noch, genau, Tunnelstroik hatten wir vorhin in der letzten Folge. Ein Tunnelstroik ist echt ein geiles Item, muss man sagen.
Wir hatten doch noch ein Item, was ultra gut reinging. Eigentlich ging gar nichts gut rein, muss ich dazu sagen. Wir hatten keine neue Waffe, wir hatten ja... eigentlich hatten wir echt nichts Geiles. Beehive ging rein. Alter, das dauert auch nur ewig. Starfire fehlt uns auch nicht mehr so viel. Das sind jetzt noch alle Waffen, die man bekommt. Zwischen Level 80 und 100. Also Nuke Level 80 ist 81, Puzzler. Ist auch ganz geil, Laserbeam, Sunflower ist auch leicht okay. 92, 95. Ja, Lotterie ist echt mega geil. Also eher Jackpot. Und das sind dann alles die... Ja, Victor sind 500 Spiele gewinnen. Was sind das? Chicken Launch? Was ist Skeleton? Tank gehen, ich glaube, da muss man 10.000 Panzer killen oder 5.000, ich weiß, kann es gerade gar nicht sagen. Eruption hat man auch, Tanken. Das haben wir auch getroffen, aber 300 erst von 1.000, das ging aber überhaupt nicht gut rein. Mage, da haben wir schon 1.700, nice. Wo schaltet man das frei? Death ist. Wir hätten doch noch, mir fällt es gerade, wo schalte ich das frei? Ah, okay. Das will ich auch gerne haben, das Wave. Dauert auch nicht mal so lang, sehe ich gerade. Division. So, Spiel. Ja. Ah, genau, da wollte ich mal nach... Ah, wenn ich in letzter Folge getroffen hätte, hätte man dann gehabt. Da wäre nämlich safe 40 Damage gewesen. Der AK, voll geil. Da fehlen auch nicht mal viel. Also wir haben auf jeden Fall zwei, wo wir ganz knapp davor sind. Diamond Sword, also Drübelbauen haben wir getroffen. Au! Jawohl, guckt sich an, noch 164, wenn ich mir jetzt nicht ganz verrechnet habe. Ja, jetzt war es auf jeden Fall mit der Folge, war wahrscheinlich ein bisschen länger. Alles klar, Gatling. Minigun. Ja, was ist auf jeden Fall mit der Folge? Ich mache jetzt noch eine. Das sehen wir uns in der nächsten Folge. Schreibt da mal in die Kommis, wie ihr den Point-Modus findet. Ich habe dann jetzt auch aus meiner Sichtweise erklärt. Weil ihr kriegt halt XP deutlich mehr, ne? Also. Ach, Bouncy Ball wollte ich noch nachschauen. So heißt das Item. Weapons, Bouncy Ball. One. Ach, da fehlt mir. Auch nicht mal viel. Bounce Blood, was hat die Farbe, was hat der Bouncy Ball für Farbe überhaupt? Silly Balls, nee. Penetrate, ach da und Bouncy Ball, Super Ball. 2100, ich hab 174, hab dem 201 Damage gemacht. Hab ihn nicht mal selber getroffen. Ja, am Arsch. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Folge, nee, 18 ist es dann. Haut rein.